Ich grüße Sie herzlich anlässlich Ihrer Jahrestagung der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Ja, es ist Krieg in Europa und gerade jetzt müssen wir für Menschenrechte eintreten. Und deswegen bin ich froh, dass Sie gerade dieses Motto gewählt haben. Ich bedauere außerordentlich, dass ich aus zeitlichen Gründen nicht an Ihrer Tagung teilnehmen kann. Aber umso wichtiger ist es, dass Sie versichert sein können, dass Sie mit Ihrer Politik der IGFM und mit Ihrem Anspruch für Menschenrechte einzutreten meine volle Unterstützung haben. Und ich möchte auch herzlich diejenigen Gäste begrüßen, die aus Russland gekommen sind. Memorial, das steht für das andere Russland, für das bessere Russland, für das Russland, das nicht seine Nachbarn überfällt, für das Russland, was die Wahrheit ausspricht. Und daher ist es so wichtig, dass Sie eine Plattform auch bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte haben. Als Europäische Union, als vereinter Westen stehen wir geschlossen hinter dem überfallenen Land, hinter den Menschen, die zu Millionen haben fliehen müssen, die zu Millionen ihr Haus und Hof, ihr Hab und Gut verloren haben und die hoffen, dass sie nicht alleingelassen werden angesichts dieses aggressiven Russland. Dieses Russland muss den Krieg verlieren. Die Ukraine muss gewinnen, damit Russland auch eine Zukunft haben kann, damit die Menschen in Russland aufwachen aus der Propagandablase, in der das Regime sie gefangen hält. Und deswegen hören Sie bitte hier genau zu, was unsere Freunde aus Russland zu sagen haben, welche Empfehlungen sie geben, was wir tun können, damit einerseits die Ukraine diesen Krieg gewinnt, aber andererseits am Ende auch die Menschen in Russland die Zukunft gewinnen. Denn es geht nicht, dass ein einsamer Diktator mit schrecklichen Strukturen diese Politik fortsetzt. Er verachtet die eigenen russischen Menschen, er verheizt sie in den Schützengräben in der Ukraine und er verachtet alle Nachbarvölker. Nicht nur die Ukrainer. Dieses großrussische Herrenmenschentum, diese Mentalität, alle Nachbarvölker als den Russen untergeordnet zu betrachten, das kann keine Zukunft haben. Ein Russland, was seine politischen Fehler eingesteht, was bereut und was sagt nie wieder, dieses Russland kann auch wieder Teil eines gemeinsamen Europa in der Zukunft werden. Hätte Deutschland nach diesem schrecklichen Krieg nicht gesagt, nie wieder, dann wären wir auch heute noch isoliert. Aber wir müssen dafür sorgen, dass eben auch für die russische Zukunft eine Option, eine positive Option da ist und nicht nur die Option, mit Putin unterzugehen. In diesem Sinne grüße ich Sie alle herzlich, wünsche Ihnen einen guten Verlauf der Veranstaltung und hoffe, dass wir uns bei nächster Gelegenheit wiedersehen und hoffentlich in einer Zukunft auch in einem besseren Russland wiedersehen.